Yeah. I can see perfectly now. Let's go gather information. Yo, die Sache mit Informationsbeschaffung ist jetzt schon vorbei. Denn durch den letzten Part haben wir durch den Wissenschaftler Simon einen Schlüssel gekriegt, mit dem wir hier im Obergeschoss eine Tür öffnen können, die uns zum Chemikalienlabor bringen kann, wo unser letzter Ermittlungsteil starten kann. Aber, oh verdammt, oh, ein kleines Schieberätsel. Das Depot liegt direkt über Simons Labor. Es müsste also hinter diesen Kisten sein. Aber wie kommen wir da durch? Wir haben hier leider keine andere Wahl, als uns selbst einen Weg zu bahnen. Du musst die Stapel so verschieben, dass sich ein Weg zur Tür ergibt. Oh, nix leichter als das. So, zuerst mal hier. Dann, so. Mhm. Dann so. Ach ja, Simon ist übrigens auch der ehemalige Assistent von Mr. Waltz gewesen. Mhm. So. Dann mal nach oben. Und, verdammt nochmal. Das lief jetzt nicht so gut wie geplant. Wie gedacht. Hm. Ja, irgendwie läuft das nicht so gut. Ja, das lief jetzt, er sagt, nicht so gut. Nochmal von Anfang. Was ist los, Tim? Ich komme nicht weiter. Hast du beim Verschieben der Kisten einen Fehler gemacht? Kein Problem. Die Pokémon hier schieben sie bestimmt bald wieder in die Ausgangsstellung zurück. Willst du nochmal von vorne anfangen? Jo. Okay. Okay. Gut. Kurz mal überlegen. Also, das erste, was ich gemacht hatte, war ja nicht verkehrt. So, machen wir es zuerst. Dann so. Mal überlegen. Warte, nein. Wir müssen nochmal von vorne anfangen. Noch einmal kurz von vorne anfangen. Mal sehen. Wenn wir es, er sagt, so machen und so. Warte, wenn wir das so machen, ist es ja auch verkehrt. Wenn wir nach vorne schieben, dann noch so. Ne, wir machen es. Machen wir es noch einmal so. So. Okay. Wir müssen einen guten Weg für das Ganze jetzt finden. Okay, machen wir es mal so kurz. Mal kurz so. Dann so. Können wir die... Nein, nach unten können wir also nicht verschieben. Ah, das ist blöd. Ah, so haben wir es natürlich jetzt richtig gemacht. So, dann noch da rein. Jetzt noch die letzte Kiste verschieben. Und der Fall ist so gut wie gelöst. Nice. Ah, verdammt mal, jetzt habe ich übersehen, was Pikachu gesagt hat. Aber sicherlich hat er uns beglückwünscht. Ah, der Chemikalienraum. Sieht nicht so gut aus. This room is familiar. I'm getting really close to remembering something. Dann erinnere dich mal kurz mal was schneller. Okay, hier können wir schon mal nichts gucken. Ein bisschen komisch. Ah, hier. Tim, schau dir das an. Was denn? Exportplan für Wirkstoff R. Pikachu, das ist... Ja, offenbar Key4X R zu exportieren. Nicht auszumalen, was passieren würde, wenn R auf der ganzen Welt freigesetzt wird. Erstmal sollten wir herausfinden, was genau Keith geplant hat. Die Herstellung von R. Äußerst problematisch ist die Tatsache, dass R nur mithilfe der Maschine im unterirdischen Labor des PCL hergestellt werden kann. Wir müssen zügig ein Grundstück für eine dauerhafte Produktionsstätte erwerben und ein stabiles Herstellungssystem entwickeln. Gestern haben wir die Kaufverhandlung für das neue Produktionsgelände abgeschlossen. Die Lagerhalle am Rime Harbor ist der erste Schritt auf dem Weg zu einer dauerhaften Produktionsstätte. Ertriebswege. Als erstes müssen wir wohlhabende Kunden auftreiben, die vertrauenswürdig sind. Derzeit versuche ich über verschiedene Verbindungen in der Unterwelt ein Netzwerk aus wohlhabenden Kunden aufzubauen.
Sobald es mir gelungen ist, dieses Netzwerk zu festigen, können wir meine Beziehung nutzen, um unsere Käuferschicht zu erweitern und so die Verkäufe anzukurbeln. Aha, reichlich geschäftstüchtig, dieser Keith. Es wundert mich allerdings, dass der so viel Geld hat. Hätte ich nicht erwartet. Carlos sollte mit seiner Analyse von Air bald fertig sein. Die Lagerhalle am Rime Harbor wird vorübergehend als Standort genutzt. Aber es ist geplant, die Produktionsmaschinen von Air irgendwann ins Ausland zu verlagern und dort eine Produktionsstätte einzurichten, die groß genug ist, um mit Air in Massenproduktion zu gehen. Aber was hat er davon, Elsa Pokémon ausrasten zu lassen? Das ergibt keinen Sinn. Die ursprüngliche Funktionsweise von Air, so wie es, Mr. Watts geplant hatte, die Pokémon mit Hilfe von Air zu stärken, das wäre doch um einiges besser gewesen. Wenn er das, neu aufgenommen hätte. Aber es geht ja leider nicht durch Mewtwo-Zellen. Ja, Pikachu, das bringt uns, aktuell auch nicht sehr viel weiter. Pikachu, da! Hinter der Box liegen noch irgendwelche Dokumente. Was mal sehen, Forschungsergebnisse und Zukunftsperspektiven? Er hat wirklich lange vorausgeplant. Sieht aus wie ein Forschungsbericht zu Air. Gut aufgepasst, Tim. Hier steht, dass Carlos der Verfasser sei. Er muss das noch vor unserem Besuch im PCL geschrieben haben. Mal sehen. Die Eigenschaften von Air, die Eigenschaften des gasförmigen Air, des flüssigen, nächste Seite, oh Gott. Die Eigenschaften von Air unterscheiden sich je nachdem, ob es im flüssigen oder in gasförmigen Zustand vorliegt. Um eine möglichst hohe Effizienz zu erzielen, sollte stets die für die jeweilige Situation passende Form ausgewählt werden. Beide Formen sind nahezu geruchlos und können nur vom Pokémon mit einem stark ausgeprägten Geruchssinn wahrgenommen werden. Aha! Der Ballon, der beim Vorfall im Fangpark verwendet wurde, ist ein Musterbeispiel für die Verwendung des gasförmigen Air. Indem der Ballon zum Platzen gebracht wurde, hat sich Air verbreitet. Dabei lag der Wirkungsbereich bei einem Radius von etwa einem Meter, was in diesem Fall ausreichte. Vom flüssigen Air lässt sich am besten Gebrauch machen, wenn es in Lebensmittel injiziert wird. Durch das Vermischen der roten und grünen Flüssigkeit erzielt Air eine enorme Wirkung. Die einfachste Möglichkeit, diesen Effekt zu nutzen und eine starke Reaktion im betroffenen Pokémon hervorzurufen, besteht darin, die zwei Flüssigkeiten getrennt in ein Lebensmittel zu injizieren, sodass sie sich erst nach dem Verzehr vermischen. Interessant, bisher hatten wir bloß eine rote Flüssigkeit gesehen. Wo ist denn die grüne abgeblieben? Im Folgenden möchte ich potenzielle Verbesserungsmöglichkeiten aufführen. Derzeit wird Air zum Transport in Ampullen abgefüllt, welche empfindlich sind und eine effektive Vermischung der Flüssigkeiten verhindert. Um diese Mängel auszubessern, habe ich mit der Prototypenherstellung von Air in Kapselform begonnen. Die robusten Kapseln sollten es ermöglichen, dass Air noch in sicherer verwahrt und transportiert werden kann. Außerdem plane ich, den Kapseln einen Mechanismus hinzuzufügen, durch den die beiden Flüssigkeiten zu einem beliebigen Zeitpunkt vermischt werden können. Mit anderen Worten, durch die Kapseln wird es möglich, Air jederzeit und überall automatisch freizusetzen. Oh mein Gott, nochmal. Dieser Carlos war wirklich ein Verbrechergenie oder ein verrückter Wissenschaftler. Es sollten weiterhin Versuchsdaten zur Verbesserung von Air gesammelt werden. Die zwei größten Probleme, die es derzeit zu bewältigen gilt, sind die zeitlich begrenzte Wirkung und der bedauerliche Umstand, dass die betroffenen Pokémon sich auch den Befehlen des Anwenders widersetzen. Dementsprechend wird sich meine zukünftige Forschung darauf konzentrieren, die Wirkungsdauer von Air zu verlängern, sowie die Kommunikation zwischen Pokémon und Anwenders Wirkstoff zu ermöglichen. Oh Gott. Ja, damit wäre Air wirklich eine wirklich gefährliche Waffe. Das sind aber hochbrisante Informationen. Dieser Keith ist wirklich Abschaum. Er hat vor, Air noch gefährlicher zu machen. Aber jetzt wissen wir zumindest, was er im Schilde führt. Das wissen wir jetzt. Er will Air perfektionieren, damit er auch waffentauglich ist. Ja, eine Armee von aufgepumpten Pokémon wäre echt schrecklich und gefährlich. Keith darf auf keinen Fall mit seinem Plan durchkommen. Wir müssen sofort Mr. Baker und Kommissar Holiday Bescheid geben. Aber zu dumm, dass wir nichts gefunden haben, was uns auf die Spur von Dad bringt. Stimmt was nicht, Pikachu? Flashback! Du willst wissen, was in der Kiste ist? Ja, aber frag mich nicht, warum. Seltsam, erinnerst du dich unterbewusst vielleicht daran, wie du mit Dad hier warst?
Keine Ahnung, aber hol doch bitte mal den Inhalt der Kiste raus. Jetzt bin ich... So what do you think this is? Ah, Ampullen! I could swear that I've seen this thing before. Die R-Ampullen. Let's open it and see what's inside. Shouldn't we make sure it's safe before we... Pikachu! This is why I didn't want you to open it yet. Pikachu. Pikachu. Huh. Wieder mal Flashback. Warte mal. Hä? Ach so. Pikachu erinnert sich jetzt an das erste Mal, wo er diese Ampullen gesehen hat. Dann wieder mal Flashback. Sein Treffen mit Mewtwo. Pikachu. Und sicherlich Pikachu. Hat Mewtwo dafür Pikachu. Gesorgt, dass Pikachu, Pikachu. Mit Harry yeah. Verschmolzen konnte. I guess that wasn't a dream at all. Pikachu. Hm? Oh, Tim, hi. Are you all right? I knew you shouldn't have opened that up. Yeah. But it made me remember something. It would seem I made quite the commitment. Dann rück mal damit raus. Wovon redest du? Von wem hast du was versprochen? Okay, ich verrat's dir. Aber dass du mir nicht aus den Latschen kippst. Ich habe Mewtwo ein Versprechen gegeben. Mewtwo? Das Pokémon, mit dessen Zellen der Wirkstoff R hergestellt wird? Genau. Und was um alles in der Welt hast du Mewtwo versprochen? Ich habe ihm versprochen, dass ich das Berserkgehen sicherstellen werde. Und dass ich denjenigen, der für diesen Schlamassel verantwortlich ist, einbuchte. Ich habe Mewtwo im Traum angefleht, Harry zu retten. Vermutlich willigte es dazu ein, aber als Gegenleistung dafür musste ich dieses Versprechen ablegen. Aber warum würde es eine so wichtige Sache einem einfachen Pikachu anvertrauen? Was soll das denn bitte heißen? Ich bin ein Meisterdetektiv. Ist das nicht Grund genug? An Details kann ich mich leider nicht erinnern, aber Mewtwo vertraut mir ganz offensichtlich. Ich habe meine Zweifel, ob das der Grund war, weshalb es ausgerechnet dich auserwählt hat. Ja, das zweifle ich auch. Sicherlich, hat Pikachu das Mewtwo vorgeschlagen, wenn er im Gegenzug Harry rettet. Sicherlich. So, aber das war's dann jetzt also auch. Mehr Informationen haben wir hier nicht. Ah, das ist blöd. Wirklich blöd. Jetzt müssen wir aber wieder rausgehen hier. Alles klar, gehen wir? Jo, wir gehen. Ich weiß zwar noch nicht, wie wir hier aus der Lagerhalle rauskommen wollen, aber wir müssen es jetzt versuchen. Well, so far so good. Yeah. Oh, Scheiße. Tim, close the door now. What? Just close the door. Hurry! Hold it, pal. Hey now, who are you? Uh-oh, not good. Jo, zu damit. What should we do? He's gonna get us, Pikachu. Seems we're trapped. Rattata in a cage. I know you're in there. Open up! Nichts da! Kein Zutritt! You gotta open up the door just as he tries to smash into it. Got it. Okay. Fliehe vor dem Fabrikleiter. Quick time event! Bam! Bravo! Now's our chance. Und jetzt zu damit! Pikachu, let's use that! Was? Eine Kiste? Ist ja klar. Wir versperren jetzt den Weg. Yeah. Ja. Ah, los geht's. Weg damit. K.O. Ach, nur eine Kiste voller Kissen? Wow, der Typ ist wirklich stärker, als man glaubt. Alk lässt grüßen. Good luck with that. Tim, now's our chance. Yes! Und tschüss! Feierabend! Jo, ciao! Gut gemacht, Hydrail. Wir kehrten ins Erdgeschoss zurück, um Simon zu retten. Dort unterbreitet er uns einen unerwarteten Vorschlag. Dum dum dum. Oh, perfect. There's a container right here. Oh. Kriegen wir jetzt also Informationen? For the two of you. Go on. Get in. Really?
What? What's it for anyway? The product being shipped today. Guys from the organization will take it. So that should get you right to their headquarters. I don't know. It's our only clue. We've got to take this chance. All right, then. Please take this to Mr. Baker. Your notes on their plans. Great idea, Tim. We're counting on you, Excel Gore. Sal, gone! Interessant. Hurry. All right. Wir kommen also der Lösung des Falles immer näher. Kapitel 8 wird also sein, dass wir im Hauptquartier des Feindes sind. Ah, sieh mal an. Wir sind jetzt also schon am Ende dieses Kapitels angelangt. Ah, theoretisch hätte ich ja gesagt, nicht so eine Mini-Episode jetzt machen müssen. Aber hey, was soll's? Solche kleinen, aber feinen Episoden muss es auch mal geben. Und somit sage ich dann mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wo wir dann schon im Hauptquartier des Feindes sind. Im Hauptquartier der Organisation, des Syndikats, des fürchterlichen Teams, das R herstellt und benutzt. Und somit sage ich ciao. Ah, Moment. Ich glaube, ich verstehe jetzt also auch, weshalb an diesen... Ah, das würde jetzt also auch meine Theorie stützen, dass entweder dieser blonde Heini da von GNN oder der Präsident des GNN etwas mit der ganzen Sache zu tun hat. Denn es ist ja schon etwas merkwürdig, dass immer die Substanz R eingesetzt wurde, wenn ein Kamerateam in der Nähe war. Das ist schon mysteriös. Mysteriös. Und ich gehe, sag mal, davon aus, dass Blondie, Clive oder Allison, Odinson, Harrison war, glaube ich, irgendein anderer Typ. Also der blonde Reporter vom GNN. Der hatte doch damals, er sagt, auch Mike und Emilia den Auftrag gegeben, den Auftrag gegeben, bei der Pokémon-Parade im Feindpark zu filmen, wenn ich mich recht entsinne. Glaube ich jedenfalls. Und da haben die ja das Ganze ja aufgenommen gehabt, wie er ein Pokémon ausgerastet ist, nachdem er mit der Substanz R in Berührung kam. Ebenso hat er ja auch Emilia und Maiko den Auftrag gegeben, in der Lichtelhöhle zu filmen, für einen Beitrag, damit die Höhle beliebter wird. Und ebenso wurde da auch die Substanz R freigesetzt. Und er wusste natürlich ja auch davon Bescheid, weil er ja den Auftrag gegeben hatte. Ja, und ich bin mir jetzt auch sicher, und ich habe jetzt schon viele Male sicher benutzt, dass diese Aufnahmen vom GNN sicherlich als zur Vorführzwecken geeignet sind oder gemacht worden. Damit die Käufer sehen können, worauf sie sich mit der Substanz R einlassen. Sie können dann mit eigenen Augen sehen, was passiert, wenn die Substanz R freigesetzt wird und wie die Pokémon darauf reagieren. Einfach Werbevideos. Und somit würde ich dann jetzt mal sagen, nach diesem kleinen, aber feinen Zusatzgesabbel, tschüss, bis zum nächsten Mal, wo wir im Hauptquartier des Feindes sind. Ciao.